Skandal. Mitarbeiterin der Deutschen Rentenversicherung verweigert 7 Monate nach Rentenantrag immer noch die Bewilligung des Rentenbescheides. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Der von mir hier skizzierte Fall ist kein Einzelfall, aber die Dreistigkeit und die Frechheit der Mitarbeiterin der Deutschen Rentenversicherung, mit der wir es hier zu tun haben, ist wirklich ein Schlag, ein Skandal und auch ein Schlag in das Gesicht. Auch für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung, die sich redlich bemühen, die Interessen ihrer Kunden, der Versicherten, wirklich gut zu meistern und auch abzuarbeiten. Wir hatten im Februar 2021 für eine Kundin einen Antrag auf eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte zum 01.08.2021 gestellt. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist die mit den 45 Jahren Wartezeit. Ja, unsere Mandantin hat ein Leben lang hart gearbeitet, 2 Kinder großgezogen und hat trotzdem die 45 Jahre erreicht. Und sie hat selber einen persönlichen Schicksalsschlag. Ihr Mann hat, der selber Rentner ist, leider ein Krebsleiden und muss sich da auch durchkämpfen. Wir haben alle Unterlagen und den Antrag an die Deutsche Rentenversicherung Bund nach Gera in die Reichsstraße geschickt. Nach einer Eingangsmitteilung wurde es recht ruhig um den Rentenantrag. War ja auch noch ein bisschen Zeit vom Februar bis August. Kann man sich ja auch ein bisschen Zeit lassen. Und im Juli 2021 haben wir mal schriftlich bei der DAV in Gera angefragt, wie sieht es denn mit dem Sachstand aus? Na, was glauben Sie, was da gekommen ist? Keine Antwort auf diese Anfrage schriftlich. Und auch kein Hinweis, dass es vielleicht Probleme geben könnte, bei denen wir helfen können, diese zu lösen. Denn die gibt es nämlich in der Tat. Unsere Kundin wurde langsam unruhig. Ihr Arbeit und ihr Einkommen endet am 31.07.2021. Und wie gesagt, sie hat einen Ehemann, der ebenfalls Rentner ist, der schwer erkrankt ist an Krebs. Da die Rente immer erst am Ende des Monats gezahlt wird, haben wir für den Monat August noch gar keine Probleme gesehen. Ich habe versucht, auch meine Mandantin zu beruhigen. Die Rente wird eh erst am Ende des Monats gezahlt. Und oftmals ist es so, dass die Rentenversicherung dann das Geld überweist und der Bescheid kommt dann immer ein bisschen später. Dann ist ja sozusagen alles erstmal im grünen Bereich. Aber hier ist es leider nicht so, sondern wir haben dann Mitte August mehrfach versucht, in Gera anzurufen. Kein Durchkommen. Also das scheint offensichtlich auch ein großes Problem bei der Deutschen Rentenversicherung Bund zu sein, dass man da anruft und man kriegt keinen an die Leitung ran. Und Anfang September, also vor ein paar Tagen 2021, war es dann endlich soweit. Dann hatten wir praktisch eine Mitarbeiterin am Telefon, am Rohr. Und wir fragten höflich im ruhigen Ton nach, warum der Rentenbescheid noch nicht da ist, was das Problem ist. Und offensichtlich waren wir zu höflich, denn die Mitarbeiterin war sehr aggressiv und unhöflich, sagte gleich zu uns, wir können uns ja gerne beschweren, eine Dienstaufsichtsbeschwerde machen, das sei ihr egal, es wird sowieso nicht bearbeitet. Der Rentenbescheid kann noch nicht erlassen werden, weil der Arbeitgeber die gesonderte Meldung trotz mehrfachen Aufforderns nicht gemacht hat. Genau das war das Problem oder ist das Problem. Und auf meine Frage, warum sie mir das nicht schon früher mitgeteilt hat, kam es zu keiner Reaktion von dieser Frau. Ich hätte ja helfen können. Ich hätte ja zum Beispiel Lohnscheine hinschicken können, dass sie die Rente berechnen können. Auf meine Frage, warum sie die Rente nicht vorläufig berechnen möchte und meiner Mandantin auszahlt, die Antwort, das gibt es bei ihr nicht. Sie sei angewiesen, die Rente endgültig zu berechnen. Also da war ich sprachlos. Und auf meine Frage, auf die nächste und letzte Frage, ob sie sich denn vorstellen könne, dass meine Mandantin auf die Rente angewiesen ist und sie kein Almosen beantragt hat, Antwort, das ist ihr egal. Und dann hat sie den Telefonhörer aufgelegt. Wir haben umgehend Untätigkeitsklage eingereicht beim zuständigen Sozialgericht Magdeburg und werden auch gegen die Deutsche Rentenversicherung Schadensersatzansprüche beim Zivilgericht geltend machen, denn meine Mandantin muss nämlich jetzt einen Kontokorrentkredit nehmen, also einen Überziehungskredit und dafür Zinsen zahlen. Und das hätte sie nicht gemacht, wenn sie pünktlich ihre Rente bekommen hätte. Und die Deutsche Rentenversicherung hat hier wirklich 7 Monate Zeit gehabt, den Rentenantrag zu bearbeiten. Ich kann nur eins sagen, diese schleppende Bearbeitung von Rentenanträgen ist kein Einzelfall. Und das wissen eigentlich alle, die mit der Deutschen Rentenversicherung und mit den Rentenversicherungsträgern zu tun haben, dass es zurzeit wirklich an allen Ecken und Enden dort hakt. Also wir erleben das, dass die Bearbeitung von Rentenanträgen wirklich sehr, sehr lange dauert. Und wir sagen unseren Kunden, stellen Sie einen Rentenantrag 6 Monate vorher.
Im Gegensatz dazu, die deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahnsee bei weitem nicht solche Zustände hat. Da werden zum Beispiel, wenn sie es nicht schaffen, die Rentenbescheide rechtzeitig zu bearbeiten, die Renten vorläufig berechnet und auch erstmal vorläufig ausgezahlt. Und so steht es dann auch im Rentenbescheid drin. Und da steht dann auch drin, wenn Zeiten fehlen, wird es nachberechnet. Und die Umstände, warum es zu diesen Verzögerungen kommt bei der deutschen Rentenversicherung, sind aus meiner Sicht ja bekannt. Erstens zu wenig Mitarbeiter in der Rentenversicherung, ein nicht mehr akzeptabler hoher Krankenstand dort und auch das Problem, dass die Grundrente viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich sage es jetzt mal wirklich, an den Rand des Wahnsinns treibt und damit sozusagen auch eine Doppelbelastung vorliegt. Aber Organisationsverschulden und Versagen kann niemals zulasten des Versicherten gehen. Und deshalb haben wir auch Untätigkeitsklage eingereicht. Offensichtlich hilft das nur noch, um Druck über Gerichte auszuüben. Näheres zum Thema Rentenantrag und Rentenbescheide finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.